Der künftige US-Präsident Donald Trump sieht im nordkoreanischen Atomprogramm keine Gefahr. Er schrieb auf Twitter: Nordkorea hat gerade verkündet, die Endphase der Entwicklung einer Atomwaffe erreicht zu haben, die Teile der USA erreichen kann. Das wird nicht passieren. Trump twitterte außerdem: China habe viel Geld und Vermögen von den USA durch einen so wörtlich komplett einseitigen Handel erworben, aber will uns bei Nordkorea nicht helfen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Neujahrsansprache am Sonntag gesagt, in naher Zukunft eine atomar bestückbare Interkontinentalrakete testen zu lassen. Wann genau der Versuch erfolgen soll, blieb unklar. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isoliert.